Ja, das Ganze war ein Wahlpflichtmodul, dass man hier, also man kann sich zwischen verschiedenen Fächern entscheiden, zum Beispiel Projektmanagement oder halt andere Fächer noch. Und wir haben uns jetzt für das technische Projekt entschieden. Das hat dieses Jahr Herrn Abmann zum ersten Mal angeboten und ich glaube, der wurde ein wenig aus der Heimat inspiriert. Da gibt es ein Akkuschrauberrennen in Hildesheim. Ja, Herr Abmann hat gesagt, ja, warum machen wir das nicht an der FH Münster? Und wir fanden das alle richtig cool, sind auch alle miteinander befreundet und haben dann während der Projektmodulvorstellung gesagt, ja, das machen wir. Und ja, dann kamen wir das erste Mal zusammen hier mit Herrn Abmann, auch hier in der Werkstatt. Und er hat sich uns gesagt, wie er sich das so vorstellt. Also wir haben uns hier dann mit Professor Hartmann zusammengesetzt und geschaut, wie wir das Ganze organisieren wollen. Das heißt, wir haben erstmal zwei Teams eingeteilt, weil, naja, es soll ein Rennen sein und da braucht man halt zwei Teams. Und dann ging es eigentlich schon los. Wir haben Termine vereinbart, bis wann wir ein Konzept fertig haben mussten, bis wann die Konstruktion durch sein sollte und bis wann dann im Prinzip das Fahrzeug auch fertig dastehen muss. Und dann wurde definiert, was wir machen müssen, das heißt ein Konzept und so weiter. Das haben wir alles geklärt und dann ging es eigentlich schon direkt los mit der Ideenfindung. Wir haben uns in der Gruppe dann direkt im Anschluss zusammengesetzt, haben Ideen in den Raum geworfen, die ersten Skizzen gemacht, die ersten Ideen auch verworfen, weil man gemerkt hat, okay, das ist zu viel, das ist zu schwierig oder das wird uns keinen Vorteil im Rennen bringen. Und so ist es eigentlich dann von da gestartet. Aber wir haben uns auch schon dann alte Videos und Aufnahmen angeguckt und auch, ja, wie andere Fahrzeuge, Kleinstfahrzeuge aufgebaut sind und uns da immer so ein paar Ideen rausgepickt und gesagt, okay, das hat irgendwie da die Vorteile, das hat da Vorteile. Und so haben wir unser eigenes Konzept entwickelt mit diesem Dreirad. Die größte Herausforderung war, glaube ich, die gesamte Koordinierung der Fertigung, dass man da aus den Ideen und Konstruktionen, die man ja gemacht hat, alles in 3D und berechnet und so weiter, dass da auch wirklich am Ende ein Produkt raus wird. Das war aufwendig. Und vielleicht bei der Konstruktion noch, dass man das Ganze noch in einem Verhältnis sieht von der Größe. Man verliert halt dann schon irgendwann den Bezug zur Realität, sage ich jetzt mal. Wenn man da die ganze Zeit am Rechner arbeitet und seine Teile hat, schön mit ranzoomen und so, man denkt, man ist alles schön groß. Und am Ende wundert man sich, dass das Ganze dann doch relativ klein ausfällt. Das ist ja eigentlich, das lässt sich ja eins zu eins auf eine Firmensituation überspiegeln. Es kommt ein Kunde, sage ich jetzt mal hier Abmann, und sagt, hier, ihr habt die und die Vorgaben, das Ding muss in eine Kiste passen, das Ding muss schnell aufbaubar sein. So, und dann komme ich als Team in eine, oder als, ja, als Team in der Firma zusammen und mache mir dann erstmal Gedanken. Und das ist halt, dieses Projekt hat halt echt diese Phasen eins zu eins widergespiegelt. Und das fand ich echt super. Und man war halt in jeder Phase von 0 bis 100 dabei. Das ist eigentlich genau das, was man wirklich im Studium haben möchte. Ja. Man möchte diese ganzen Sachen, die man theoretisch ausgearbeitet hat, das heißt, man hat Projektmanagement gehabt, man hat Generieren von Zeichnungen und so weiter gemacht, aber das nochmal praktisch anzuwenden, das hat wirklich einen Mehrwert, weil man merkt, okay, wenn ich das genauso mache, wie es in den Lehrbüchern steht, funktioniert das, aber man kann es auch ein bisschen anders machen, dann funktioniert es besser. Und diese kleinen Sachen, die man einfach dadurch lernt, dass man es anwendet, das ist in dem Projekt wirklich einzigartig gewesen. Das hat Spaß gemacht.